Oliver Biethke mit Falcato. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen nun jetzt zur letzten Siegerehrung auf diesem Turnier. Dressurprüfung Klasse 11, Dressurklasse S, Grand Prix Kür Finale. Hier geht es um den großen Dressurpreis, Preis der Firma Winterhof GmbH und Breckerfeld. Der vierte Platz geht an die 273, Falcato mit Andrea Biethke. Oder gar der Sporn hält das Pferd in Gang, sondern das Begleiten des Pferdes erstmal. Vergleichbar vielleicht mit einer Tonscheibe, die dreht und man kann dann eine schöne Vase modellieren. Wenn wir ein Pferd haben, von dem wir jeden Tritt, jeden Sprung, jeden Schritt erstmal abfragen müssen. Das ist ja wie so eine hakende Tonscheibe, da kriegt man auch eine Vase hin. Aber die ist dann nicht so schön. So, dann kürzere Hüftbewegung, ganz knapp abfangen. Immer wieder dem Pferd sagen, finde ich ganz wichtig, dass es das Tollste ist, das jeweilige Pferd. Nochmal zurück. Stell mir dann Pirouettengalopp vor. Fein.
Schön. Nochmal einmal zurück. Gut. Gut. Mal entspannen zwischendrin. Wie gesagt, immer so weit möglich in so einer Atmosphäre. Hält lieber so ein bisschen Abstand vom Rand. Macht ja nichts. Hauptsache, er dehnt die Oberlinie maximal. Wir fallen mal über die linke Schulter immer näher an Johnny ran. Egal. Hauptsache, er dehnt sich. Wechseln mal. Über die rechte Schulter können wir auch fallen, ne? Ja, das geht auch prima. Da lachen alle im Publikum, Andrea. So. Aber fürs Pferd ist unglaublich entspannend. Mental wie körperlich, ne? Und das ist, glaube ich, auch Entspannung ein gutes Stichwort. Wir kommen nämlich zum Ende der Lehrstunde. Ja. Ich finde es faszinierend. Das, was Andrea zeigt, ist immer sehr, es ist sehr leise, sehr fein, aber, also nicht böse gemeint, aber nicht irgendwie groß spektakulär im Sinne von, wir zeigen hier die pompösesten Gänge oder sowas, sondern es ist einfach eine Ausbildung, wie sie im Prinzip sich jeder Reiter, der gerne Cavallo liest, wünscht. Und deswegen freuen wir uns, dass sie heute hier war und uns das mit ihren zwei Pferden präsentiert hat. Ja, wir hatten ein ganz, ganz tolles Seminar heute hier, Thema feines Reiten. Wir haben ganz tolle Pferd-Reiterpaare gesehen und ja, ich denke, wir haben alle sehr viel mitgenommen, oder? Also ich hoffe, dass wir das so sagen können. Ich meine, ich war ja zusammen mit euch beiden verantwortlich für das Seminar und das ist immer leicht, aus Sicht der Zuschauer zu sagen, es war gut oder es war nicht gut. Aus Sicht eines Referenten verantwortlich ist das, finde ich, immer sehr, sehr schwierig. Aber ich hatte auch ein gutes Gefühl und ich glaube, wir haben wirklich sehr interessante, weil sehr unterschiedliche Paare gehabt. Und wir hatten ja auch Paare, wo man dachte, okay, das ist sicherlich von der Harmonie her, vom feinen Reiten noch nicht optimal. Und so konnte man eine Abstufung sehen. Und ich glaube, das ist wichtig und ich fand es auch sehr gut, dass wir Andrea gehabt haben, die mit einem etwas anderen Ansatz rangeht, aber der passt ja total in die Welt. Ist ja nicht so, dass die auf einmal vom anderen Planeten kommen und zeigt uns, wie die Reiterei geht, sondern sie setzt bestimmte Dinge noch konsequenter um. Und das ist ja immer gut, wenn man Dinge, die man zeigen will, dann auch, ich sag mal, in absolut total cleaner Weise mal geboten bekommt. Und das fand ich insofern eine sehr interessante, aus meiner Sicht total zu unterstreichende, richtige Vorgehensweise. Insofern war das toll, das als Pendant zu sehen nach den zwei Pferden, die sicherlich à la longue dann auch zum Verkauf stehen, die sicherlich so von der Idee her so ein bisschen anders gearbeitet werden, ehe wir dann zu den beiden, ich würde mal sagen, Höhepunktpferden kamen, die einfach als Qualitätspferde schon von vornherein überzeugt haben. Andrea, wie ist das für dich? Du bist ja nicht immer so geritten, jetzt hier auch mit der FN quasi zusammen so eine Veranstaltung zu machen. Das muss doch unheimlich toll sein, ne? Da so auf offene Türen auch zu stoßen. Richtig, also ich finde es überflexieren, musste mich auf die Hand setzen, das war alles ziemlich katastrophal. Ich habe mir nach einem Jahr in diesem Ausbildungsstall gesagt, dass es, wenn das Reiten ist, dann kann ich es nicht machen. Bin davon immer weiter weggekommen und irgendwann ins diametrale Gegenteil übergeschwappt sozusagen. Dankbar, dass du das jetzt so machst, einfach den diametral anderen Weg gehst und du siehst ja, du hast da mit zwei Happy Horses. Der eine, der Fuchs, okay, der ist jetzt so ein bisschen, wie er ist, der ist jetzt noch nicht mehr so elastisch, der muss jetzt erst wieder so ein bisschen antrainiert werden, mal sehen, auf welches Niveau er kommt, aber der Rappe ist sicherlich auf einem sehr, sehr guten Weg und ich fand es als Idee, so wie du es heute gezeigt hast, absolut richtig, weil das ist ein Eye-Opener und das ist genau so, wie es gehen soll und wir haben es ja dann hinterher gesehen, wenn ich jetzt mal an Dante Veltino denke, das ist ein total auf richtiger Basis ausgebildetes Pferd, dieser Konsequenz weitermachst. Aber erstmal ist es ein super Happy Horse, ein super in sich gedehntes Pferd, ein Pferd, was auch jeder nachreiten kann. Das sind alles ganz wichtige Kriterien. Und so erhältst du auch ein Pferd gesund. Alles andere ist ja gegen die Natur. Also insofern ist das von der Idee her total richtig. Und das, was du dann vorher mal gemacht hast, war einfach falsch. Und insofern gut, dass du den Stall gewechselt hast und gesagt hast, ich mach's jetzt so, ich übertreibe mal. Ich habe mal erzählt, dass du irgendwann aufgehört hast, den Menschen zuzuhören und angefangen hast, den Pferden zuzuhören. Ja. Und das ist jetzt der extreme Fall, wo ich nicht sage, also den Weg soll nicht jeder gehen müssen. Also den soll eigentlich keiner gehen müssen. Aber ich denke, vielleicht ist das sogar unser Schlusswort jetzt hier in unserer Dreierrunde, wenn ich das sage. Ja, bitte. Ja, ja. Vielleicht sollten wir alle anfangen, unseren Pferden ein bisschen mehr zuzuhören. Und mit ihnen zu flirten. Ja, genau.